Freunde, wir sind heute mal wieder am Start in Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist und nachdem wir beim letzten Mal den Endboss, den Final Boss, den einzig wahren Schmaiden Schmooky besiegt haben, schlüpfen wir heute mal wieder in die rote Jacke und nehmen es mit Asta Phoenix auf. Ja, wir schreiben die Geschichte neu. Das war ja das Duell, in dem Jaden so hart auf die Glocke bekommen hat, dass er einfach keine Karten mehr sehen konnte. Also so sehr muss man in einem Duell auch erstmal fertig gemacht werden. Deswegen spielen wir hier als Jaden. Wir spielen das Umkehrduell. Das bedeutet, wir versuchen diesmal Asta zu besiegen. Und wenn ich mir diese Hand so anschaue, dann sehe ich, warum Jaden das Duell verloren hat. Das sieht gar nicht gut aus. Wir fangen auch noch an. Das ist natürlich immer nicht so gut in Legacy of the Duelist. Karte weniger. Wildheart, 1-6 Death. Ja, das war's dann auch schon, ne? Sieht nicht gut aus. Es gibt keine Fusion zwischen Necroshade und Wildheart, oder? Das wüsste ich. Also natürlich kannst du die zu Elemental, Gaia oder Escurida oder, keine Ahnung, Millionen anderen fusionieren, aber ich rede jetzt von namentlicher Fusion, die auch im Anime vorgekommen ist. Das Gute ist, Asta spielt ja auch Elementarhelden. Und zwar hier Sparkman. Haben wir jetzt wirklich drei Elementarhelden, bei denen es keine mögliche Kombination gibt, sie zu fusionieren? Doch, scheinbar schon. Aber wen denn? Necroid Shaman ist... Wildheart und Necroshade? Nee. Nee, das ist der eine, den ich immer vergesse. Obwohl ich ihn 20 Millionen Mal als Common habe. Ich dachte immer, das sind Necroshade und Sparkman. Nee, das ist Darkbright. Nein! Ich kann fusionieren. Aber der bringt ja nichts, weil der hat 1-9. Und der sagt, wenn diese Karte spezialbeschworen wird, wähle ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, zerstöre das gewählte Ziel und beschwöre dann ein Monster als Spezialbeschworung vom Friedhof deines Gegners auf seine Feldseite. Also, mit anderen Worten, wir beschwören ihn, zerstören... Sparkman kommt wieder. Das Gefährliche hier ist auf jeden Fall sein Gefängnisuhrturm. Das ist so eine asoziale Karte in Anime-Duellen, weil ja nicht jeder 1000 MSTs hat oder mal ans Extra-Deck gehen kann für Nightmare Phoenix oder so. Der sagt nämlich, also dieses Beschwöre einen Dreadmaster ignorieren wir einfach. Das ist natürlich ein netter Bonuseffekt, aber solange vier oder mehr Urzählmarken auf dieser Karte liegen, erhältst du keinen Kampfschaden. Das ist so crazy. Die Karte ist quasi, wenn du dein einen MST in Anime-Duellen schon verbraucht hast, ist es quasi Mystic Mine. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber jetzt würde ich tatsächlich sagen, müssen wir eigentlich fusionieren. Ist das Sinnvollste, was wir machen können. Wie komme ich denn darauf, dass Wildheart und Necroshade keine Fusion haben? Wie komme ich denn darauf? Ja, war wieder klassischer C zu dem K-Moment. Aber ja, Necroid Shaman Effekt. Zerstört Sparkman, holt ihn wieder zurück. Okay, ich kann wenigstens den Modus aussuchen. Aber war ja vorher ein Angriff und ich beschwöre ihn auch einen Angriff wieder zurück. Zählt der eigentlich als Roid-Karte? Das wäre noch interessant zu wissen. Weil dann ist das ja theoretisch die eine Karte, abgesehen von UFO-Roid-Kämpfer, die die Decks von Jaden und Cyrus verbindet, oder? Das ist schon witzig. Ich hätte natürlich jetzt auch Fusionstor aktivieren können, hätte die beiden banishen können und dann hätte ich die mit Begräbnis aus einer anderen Dimension wieder zurücklegen können, aber macht das wirklich einen Unterschied? Ist ja dann einfach nur Minus. Elegante Wohltäterin für Avian und Captain Tenacious. Landformen. Noch ein Gefängnis-O-Turm. Das ist das Witzige an Astas Anime-Deck. Der hat zig Millionen Fieldspells. Der hat einfach Gefängnis-Uhrturm, Schicksalsstadt, was ja quasi Wolkenkratzer ist, nur mit Schicksalshelden. Übrigens anderes verschwendetes Potenzial, dass es das nicht auch für böse Helden gibt, egal ob es spielstark wäre oder nicht, aber das hätte halt gepasst. Dann hat er noch die Zuflucht im Himmel gespielt, in dem ersten Duell von Jaden und Asta, wo er sich noch als AP vorgestellt hat. Übrigens, sehr lustige Folge, also die erste Folge von Staffel 2. Und also auch wenn das nicht erst das realest Deck war, aber hat er ja gespielt. Und Mausoleum des Kaisers. Hat er auch noch gespielt. Also er hat vier Fieldspells gespielt. Vier. Vier Feldzauber. Muss man erstmal schaffen. Und vor allem hat er ja auch noch
vorher, also bevor er revealed hat, dass er eigentlich Schicksalshelden spielt, hat er ja einfach Elementarhelden gespielt. Das heißt, man kann theoretisch zumindest davon ausgehen, dass der auch Karten wie Wolkenkratzer oder Wolkenkratzer 2 spielt. Das heißt, also der Logik nach hätte der Herr einfach irgendwie, weiß ich nicht, 6 Field Spells oder so. Also Mr. Field Spell auf jeden Fall. Und vor allem auch alles nicht schlecht, ne? Also wir reden jetzt nicht vom aktuellen TCG. Wir reden von, wenn du jetzt mit den Anime-Character-Decks gegeneinander spielst, so ein Mausoleum des Kaisers ist nicht schlecht. So ein Gefängnis-Uhrturm, wie gesagt, ist gefühlt Mystic Mine. Also das wird hier auch gleich gefährlich, ne? Weil er hat jetzt hier den dritten Counter. Noch einer und wir können ihm einfach keinen Schaden mehr machen. Also wir müssen uns hier wirklich beeilen. Ich würde sagen, wir müssen wirklich sogar mit den Claymans hier jetzt auf Angriff gehen. Weil da ist gleich nichts mehr mit Schaden. Ich hoffe, da liegt jetzt kein Defender. Nein, es ist Burst Cinetrix. Dann greifen wir an mit unseren beiden Lehmmännern. Jeweils 800 Schaden. Und 1,5 von Wildheart. 3,1 hat er noch. Ja, Problem ist jetzt aber, wie gesagt, er kriegt keinen Schaden. Denn in der nächsten Standby-Phase hat er einen vierten Counter. Und dann ist nichts mehr mit Kampfschaden. Problem an der Sache ist, wenn ich dann irgendwie MST ziehen sollte, um den zu zerstören, dann kann er Dreadmaster beschwören. Das bedeutet, ich muss vorher alle Schicksalshelden zerstören. Weil Dreadmaster sagt, glaube ich, zerstöre alle Schicksalshelden und dann kannst du Schicksalshelden vom Friedhof beschwören oder so. Ich weiß aber nicht, ob das voraussetzt, dass er erst welche zerstört. Ich meine, das war so. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr zu 100% sicher. Ja, natürlich hat der Elemental Clayman, über den ich einfach gar nicht drüber komme. So kann man es auch regeln. Dann gehen wir natürlich entspannt in die Main Phase 2. Die haben alle mehr Death als Angriff. Ich vergesse immer, dass Wild hat 1,6 Death hat. Er hat ja einfach die Werte von DD Kriegerin. Eigentlich voll stabil so. Ja, würde er mal sagen, dass er von Zauberkarten unberührt ist, ne? Wobei, nee, du kriegst keinen Kampfschaden, das hat ja nichts mit Wildheart als Monster zu tun, sondern das würde ja so oder so dann trotzdem nicht passieren. Doomlord verbannt Necroid Shaman, damit kann ich leben, der kommt ja wieder zurück. Gefängnis-Uhrturm. Ja, jetzt haben wir Avian gezogen. Haben wir den Elementarheld Wild Wingman? Nein. Den haben wir nicht. Das ist echt schade, weil dann hätten wir Wildheart und Avian fusionieren können und der kann sogar Zauber- und Fallenkarten zerstören. Dann hätten wir die zerstören können, das wäre halt wirklich gut gewesen. Ja, aber so schade drum, aber was will man machen? Greifen wir Doomlord an. Er kriegt keinen Kampfschaden. Und dann beenden wir unseren Zug. Also ich glaube, Wild Wingman hat er auch erst sehr spät gespielt. Entweder erst sehr spät in Staffel 2 oder auch erst in Staffel 3. Ich weiß es nicht genau. Das ist eine Fusion, die erst sehr spät kam. Bubble Man. Ich meine, wir könnten Bubble Man und Clayman fusionieren zu Mudball Man. Aber der Bre macht nichts. Außer 3000 Death zu haben. Tempest wäre theoretisch eine Option, wenn wir noch Sparkman hätten, aber das bringt auch nicht viel. Ja. Müssen wir fast schon hoffen, dass wir auf Elektrum kommen, aber selbst dann. Wir haben nichts im Extra-Deck, was Zauber und Fallen zerstören kann. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, ich habe einen Plan. Er kriegt keinen Kampfschaden, aber er kann immer noch Effektschaden bekommen. Beispielsweise durch die Superkräfte eines gewissen Fusionsmonsters, für das uns immer noch ein Material fehlt, aber theoretisch ist es mal wieder der Flammflügelmann. Mal gucken. Mal gucken. Warten wir auf die brennende Dame. Warten wir auf Burst Cinetrix. Endphase. Zug ändern. Drawphase. Blade Edge. Der macht halt leider durchschlagenden Kampfschaden. Das können wir ihm ja auch nicht zufügen. Ja. Ich könnte zumindest Wildheart und Blade Edge fusionieren. Und dann haben wir
Wild Edge auf dem Feld und der kann wenigstens über Clayman drüber rennen. Erscheint mir jetzt zumindest sinnvoller, als zwei Monster für Blade Edge zu opfern. So, dann greifen wir den doch an. Weil ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock, dass der irgendwie eine Tributbeschwörung oder so macht. Das muss nicht unbedingt sein. Deswegen, also er könnte dann ja Dasher beschwören oder Double Dude oder keine Ahnung. Wenn er mehrere auf dem Feld hat, dann Dogma, Plasma. Plasma wird er wahrscheinlich hier an dem Punkt noch nicht im Deck haben, weil er den storytechnisch noch gar nicht hatte, aber ihr versteht trotzdem, was ich meine. Ja, ist natürlich jetzt sehr langweilig, weil wir können ihm keinen Kampfschaden zufügen. Also wir zerstören hier seine ganzen Vanilla-Elementarhelden. Gib uns einfach Burstinatrix, okay? Gib uns einfach Burstinatrix. Endphase. Was haben wir? Geflügelter Kuribo. Der geflügelte Fußgänger ist mal wieder am Start. Ja, lohnt sich hier leider nicht, irgendwas zu machen. Ist schon jetzt eine sehr bittere Situation. Monster verdeckt. Warum fühlt sich das an wie Mystic Mine? Aber hey, letztens ein Short zu Mystic Mine gemacht. Die Karte wollen ja alle zurückhaben. Junge, Alter. Schlimm. Kannst mit Casuals nicht diskutieren. Das ist sehr, sehr schwierig. Ja gut, aber da haben wir sie gezogen. Die erste Frau unter den Elementarhelden. Ihr Ausbruchsfeuer brennt Schurken weg. Wir aktivieren Fusion. Und wir fusionieren Elementarheld Avian und Elementarheld Burstinatrix. Und rufen Elementarheld Flammflügelmann im Angriffsmodus. Ich hätte dafür nicht mal Fusion benutzen müssen. Ich habe noch Fusionstor, aber es ist für den Anime-Moment cooler zu sagen. Ich aktiviere Fusion. Das braucht Jaden auch. Egal. So, wir greifen an. Elementarheld Flammflügelmann. Zerstört das Monster. Ist es nicht Schicksalsheld Defender. Es ist nochmal Elementarheld Burstinatrix. Und das sind 1200 Schadenspunkte durch die Superkräfte des Flammflügelmann. Die sagenumwobenen Mächte des Flammenflügelmann, die jeder in der ersten Staffel für sich beanspruchen wollte. Aber jetzt ist er uns auf die Schliche gekommen, jetzt spielt er nichts mehr verdeckt, damit ich keinen Effektschaden mehr machen kann. Ja, wir haben einen Weg gefunden, durch dein Fieldspell zu spielen. Komm, spiel irgendwas, verdeckt, keine Karte, ein Monster. Macht er nicht. Bro, ist das jetzt wirklich Mystic Mine? Also spielen wir jetzt wirklich auf Deckout, Kummer und deswegen habe ich nämlich Fusion benutzt und nicht Fusionstor, weil falls dieser Flammflügelmann zerstört werden sollte, weil ich habe Necroshade im Friedhof, ich hätte Blade Edge vorhin einfach normeln können, ohne Tribut anzubieten, dann kann ich immer noch mit Wunderfusion einen zweiten Flammflügelmann beschwören. Aber hätte keinen Unterschied gemacht, ob ich jetzt Blade Edge dann oder Wild Edge. Im Endeffekt, das Feld ist eh fast voll. Es hätte mir wirklich nichts gebracht. Weil ich ja eh keinen Kampfschaden machen kann. Oh, der Topf der Gier. Der hilft gegen jeden Vampir. Vielleicht auch gegen den ein oder anderen Schicksalshelden. Nicht wirklich. Verstärkung für die Armee. Jetzt dürfen wir aber auch nicht zu viel searchen, ne? Sonst gehen wir vor ihm Deckout. Ich würde sagen, wir holen uns den glänzenden jungen Mann. Und dann, ja, komm, mal was können, mal was können. Ja, wir könnten den glänzenden Flügelmann beschwören. Ja, wir machen aber Donnergigant. So, wir fusionieren Elemental Sparkman und Elemental Clayman. Gleich haben wir so ein Feld nur voll mit Fusionsmonstern, das wäre schon geil. Das wäre schon witzig. Für Elementar hält Donnergigant. Im Angriffsmodus. Natürlich kriegt der eine Animation, warum auch immer. Achso, das ist doch Schwachsinn. So. Und dann hoffen wir, dass er ein Monster verdeckt spielt. Fusionsweiser.
was will er denn fusionieren? Was willst du denn mit Schicksalshelden an dem Punkt fusionieren? Ach so, ja gut, er kann seine Elementar... Genau, Phoenix Enforcer und Shining Phoenix Enforcer, das ist natürlich eine Option. Ja, das schon. Ich wollte schon sagen, Schicksals Enddrache wäre ein bisschen früh Storyline-technisch, aber ja, natürlich, er kann die Elementalen fusionieren. Ja, wir können so viele Fusionsplays machen, aber es bringt uns ja nichts. Aber ich würde sagen, wir beenden unseren Zug und müssen dann den Bläschenmann abwerfen, oder? Nee, das macht sogar Sinn, oder? Macht das denn den Zug? Nee, eigentlich nicht. Nicht wirklich. Na doch, werfen wir den Bläschenmann ab. Bro, spiel doch einfach ein Monster verdeckt. Als ob er jetzt einfach die Strategie hier durchschaut hat mit Flammflügelmann. Monster-Reanimation, wir haben jetzt aber auch wirklich... Also alles am Start. Hat der irgendwas, was Effektschaden macht? Captain Tenacious, irgendwas mit vom Friedhof beschwören, ne? Nee, bringt leider alles irgendwie gar nichts. Das ist leider alles nix. Beschwören wir mal einfach als Bait Avian im Angriffsmodus. Mal gucken, ob er versucht, den anzugreifen. Ist echt ermüdend. Und Leute wollen Mystic Mind zurück im Spiel haben. Also, macht Spaß, ne? Und das ist nicht mal Mystic Mind. Mystic Mind war ja noch toxischer. Es gibt Leute, denen macht das Spaß. Die finden das cool. Die denken, das ist cooles Yu-Gi-Oh! Dass man einfach so lange zieht, bis irgendwer Deckout geht. Was ist das? Das kannst du doch keinem erzählen. So, das Duell könnte jetzt vorbei sein, wenn er hier ein Monster mit 1900 Angriffspunkten hat. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass er es nicht hat. Okay. Sollten wir noch ein Monster von ihm zerstören, ist auf jeden Fall vorbei. Davon können wir mal ausgehen. Deshalb beenden wir hier unseren Zug. Wir müssen was abwerfen. Und da nehmen wir den Bladetke. Was haben wir jetzt noch? Mr. AP. Endphase. Schmeißt einen Dasher ab. Ist ja sogar gut im Friedhof. Gefängnisuhrturm. Ich bin mir noch eine Saku verdeckt. Wie den einen Typen mit den komischen Soundröhren am Arm aus der Shunin-Prüfung. Dreadmaster hat hier auf jeden Fall auch absolut keine Bricks gezogen, der Kollege. Ja. Schwierig, also... Keine Ahnung, ich will mir was verdecken, die müssen wir nicht abwerfen, aber es ist auch eigentlich, es ist voll egal, es ist voll egal, es juckt 0%, es ist einfach komplett irrelevant. Es ist komplett irrelevant. Avian, oh, das wird sich als Fehler entpuppen. Das hättest du nicht machen sollen. Da haben wir einen kleinen strategischen Fehler. Aber gut, ich würde sagen, wir benutzen den Effekt von Fusionstor, oder? Mal kurz nachdenken. Ja, wir benutzen den, nee, wir benutzen Wunderfusion. Und wir beschwören damit, wen haben wir noch nicht? Auf jeden Fall irgendwas mit Clayman. Elementar halt Rampant Blaster.
auch so dumm, ne? Wenn die einfach wie Infernal Sniper, die böser Held-Version, einfach Schaden machen würde, statt anzugreifen aus dem Verteidigungsmodus heraus, dann hätten wir längst eine Lösung, aber die macht ja dann auch Kampfschaden, also das bringt leider auch nichts. So, dann aktivieren wir, haben wir, was haben wir im Friedhof? Ja, dann aktivieren wir Begräbnis aus einer anderen Dimension. Legen Bustinatrix, Clayman, ist egal was noch, wir müssen einfach nur Bustinatrix im Friedhof. So, und da wir das jetzt haben, können wir Wunderfusion aktivieren, erneut, um dann erneut Avian und Bustinatrix zu fusionieren. Für einen zweiten Elementarheld Flammflügelmann. Ich mache das hier alles einfach nur, damit ich 6 Fusionsmonster auf dem Feld habe, okay? Also ist hier die ultimative Fusions-Barrage, okay? Und jetzt machen wir was noch krasseres. Jetzt benutzen wir nämlich den Effekt von Fusionstor. Und jetzt fusionieren wir Elementarheld Sparkman und Elementarheld Flammflügelmann. Und rufen noch on top, wie Rhea Ripley, Elementarheld Glänzender Flügelmann im Angriffsmodus. Wie kann Donnergigant eine Animation haben, aber der nicht? Es ist so schlecht, ne? Es ist so schlecht. Ich muss sagen, sind jetzt auch nicht so die optimalen Fusionen, ne? Es gäbe noch coolere, muss man echt sagen. Also, ich finde, so ein Necroid Charmin muss da nicht liegen. Das wäre cooler, wenn da so ein Tempest liegen würde oder so ein, keine Ahnung. Lass es von mir aus, kann auch Elektrum sein oder so oder irgendwas, aber egal. 6 Elementarheldenfusionen gegen einen mickrigen Avian. Und ich würde sagen, natürlich ist der cool zu vorne, ne? Flammflügelmann. Aber wenn wir ihn jetzt schon beschworen haben mit 5200, dann greifen wir an mit Elementarheld Glänzender Flügelmann. Und das sind 1000 Schaden. Boom! Junge. So läuft das hier nämlich. Erster Phoenix in die nächste Dimension katapultiert. So hätte es im Anime laufen müssen. Hätten wir kein Character Development bekommen, aber gut. Schmaden Schmookies Elemental auf jeden Fall gerecht. Jetzt haben wir... Das ist ja tatsächlich das Duell! Das fällt mir jetzt erst auf! Nein, den Joke hätte ich doch am Anfang bringen müssen. Das ist doch tatsächlich das Duell, bei dem er gesagt hat, ja, ich kann euch seinen Namen nicht verraten, aber er reimt sich auf Schmaden Schmookie. Für mich ist der Witz mittlerweile so normal geworden. Das ist ja tatsächlich das Duell. Das ist ja tatsächlich das Schmaden-Schmookie-Duell. Wo Esther ja gesagt hat, ey, der kopiert mein Deck. Ja gut, Justice for Jaden. Wir haben hier auf jeden Fall, Justice for Schmaden. Wir haben hier auf jeden Fall gezeigt, wer der wahre Elementarhelden-Duellant ist. Und wer hier auf jeden Fall 6 Fusionsmonster rausknallt. So viele hast du nicht mal in deinem Extra-Deck. Oder ich glaube, genauso viele hat er, aber egal. Ja, das wäre es dann auch für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr es aktiviert, ist eure Gerätezauberkarte. Den Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.